Es ist unser Job, auf alles gefasst zu sein. Doch etwas so Seltsames und Undenkbares. Wie können wir darauf gefasst sein? Und das ist vielleicht nur die Spitze des Eisbergs. Der Parasit ist nicht allein. Wir betreten unbekanntes Land und stellen uns etwas fast völlig Unbekanntem. Etwas, das jedes Lebewesen auf dem Planeten töten kann. Buchstäblich. React wird das verhindern. Doch um es aufzuhalten, müssen wir es zuerst verstehen. Wissen ist Macht. Wir werden einfach alles lernen über den Parasiten. Er muss einen Schwachpunkt haben. An die Arbeit. Schon cool aus. Cool? Das ist modernstes VR-Kampftraining. Niemand hat jemals etwas wie das Krisengebiet gesehen. Wenn unsere Leute wichtige Daten sammeln, zum Parasiten, benötigen sie das beste Training. Moment. Du hast es nicht zum Evakuierungspunkt geschafft. Im echten Krisengebiet würdest du jetzt in Stase-Schaum gehüllt darauf warten, dass dich jemand rettet. Ein weiterer Vorteil von VR, kein Ärger mit Stase-Schaum. Wie gesagt, cool. Wann darf ich mal? Vielleicht nach dem Essen. So in 2 Tagen. Der nächste.
den Parasiten zu stoppen, bedeutet Leben zu retten. Alle React-Abteilungen verordnen Übergriffsprotokolle für die Sicherheit der Mitarbeiter. Ballungsbereiche der Parasitenaktivität nennt man Krisengebiete. React dämmt sie in drei Subzonen ein, getrennt durch Luftschleusen. Operator schließen dann im sichersten Bereich Ziele ab und sammeln Infos. Mit jeder Luftschleuse steigt die Parasitenaktivität gemäß der React-Direktive gegen Gefahrenausbreitung. Operator können immer den Evakuierungspunkt nutzen, um R&D neue Infos zu geben. Allerdings werden die Infos im Verlauf stetig besser. Das Parasitenökosystem reagiert auf Eingriffe. Ab einem bestimmten Punkt entfesselt es einen massiven Archaeenangriff auf die Bedrohung. Ein Sicherheitsprotokoll tritt in Kraft, wenn keine Evakuierungsplattform helfen kann. Evakuiert rechtzeitig. Operator, die nicht evakuieren oder aus anderen Gründen zurückbleiben, gelten als vermisst. Ein Stase-Gerät wird bei Vermissten aktiviert zum Schutz vor dem Parasiten. Der nächste im Krisengebiet eingesetzte Trupp kann eine Rettung versuchen. React tut alles, um unsere Leute nach Hause zu bringen. Sehen wir uns für den Anfang erstmal unsere Feinde an. Es gibt ein Ziel, das mit der React-Klinge ausgeschaltet werden muss. Gleichzeitig wird eine Probe genommen. Findet das Ziel mit der React-Drohne. Drohne ist im Einsatz. Drohne einsatzbereit.
Drohneneinsatz. Ich werfe eine Rauchgranate. Anfangs wuchsen die Stacheln noch mit 18 Quadratmetern pro Minute. Jetzt scheinen sie nur noch an Masse zuzulegen. Drohne einsatzbereit. Drohne ist im Einsatz. Ihr nähert euch dem Ziel. Drohne einsatzbereit.
Drohneneinsatz. Einsatzbereit. Drohne ist im Einsatz. Drohneneinsatz. Einsatzbereit. Ihr habt ein Ziel zu erreichen. Schließt es ab, bevor ihr ins nächste Gebiet geht. Wenn ihr weitergeht, könnt ihr nicht zurück. Erhöhte Wahrscheinlichkeit von Schwarmsignalen.
Nester sind wie DNA-Sammlungen, organische Fabriken und Gebärmütter in einem. Scheußlich, aber echt cool. Luftschleusensequenz. Luftzonendurchgang läuft. In der Luftschleuse bleiben. Diese Subzone ist ein Trainingsmodul für das Parasitenökosystem. Manchmal müsst ihr eine Autoverfolgung bei Nestern platzieren, damit wir sie beobachten können. Findet ein paar Nester. Drohneneinsatz. Wenn es ruht, bringt ihr eine Autoverfolgung an. An Position sammeln. Drohne ist im Einsatz. Drohneneinsatz. Drohne einsatzbereit. Drohne ist im Einsatz.
unterstützt ihr React so beim Sammeln von Daten zum Parasitenökosystem. Weiter zur Evakuierung oder in die nächste Subzone gehen. Die Wahl liegt bei euch. Drohneneinsatz. Bleibt in der Nähe, sonst verpasst ihr den Rückflug. Gute Trainingseinheit. Bei einem echten Übergriff könnten wir die AKEen so in 0, nichts eindämmen. Ohne unser Team sind wir nichts. Und genau wenn wir nicht handeln, wird das Problem nur schlimmer. Wir tun, was nötig ist. Hier bei React seid ihr Teil von Rainbows Militärforschungsabteilung. Den Feind zu kennen, ist der halbe Sieg. Wir müssen alles über diese Gefahr für die Menschheit wissen. Momentan wissen wir von 4 Regionen. Wir platzieren Eindämmungsmauern, Luftschleusen und die nötige React-Ausrüstung für Übergriffe. Jeder Übergriff bietet neue Infos, seien es Daten zu den Ursprüngen des Parasiten oder zu seiner Anpassungsfähigkeit und Biomechanik. Mithilfe von Felddaten entwickelt R&D ständig modernste Technologie. Gemeint sind Upgrades für das React-Arsenal und Tools zur Beschaffung noch besserer Infos. Allerdings setzt React nicht nur auf Technik. Jedes erreichte Ziel bedeutet Erfahrung.
Und für die Operator das taktische Wissen, um dem Feind voraus zu sein. Dieses Wissen bildet das Fundament und immer mehr Operator melden sich zum Dienst. Wir sind auf jede Hilfe angewiesen. Wir lernen alles über den Parasiten, um im Kampf eine Chance zu haben. Idiota! Weg! Du stehst mir im Licht! Elisa, sorry, war nicht so gemeint. Hey, mein Fehler. Ich wollte sehen, was die Forschung so macht. Nicht schlecht. Gut, eigentlich. Sieh mal. Ich bekam nicht heraus, warum es überhitzt. Dann brachte ein Operator Daten, wie El Parasito hohe thermische Ladungen ableitet. Und bam, die Lösung. Ja, der Parasit ist furchtbar, aber auch eine wissenschaftliche Goldmine. Alles, was wir lernen, hilft unserer Technik. Elena, mach weiterhin so gute Fortschritte und ich stehe dir nie mehr im Licht. Unsere Technologie ist der Zeit voraus. Sie ist innovativ, vom Prototyp bis zum Endprodukt. Thank you.